Kaffee oder Tee aus der Kaffeemaschine oder im Wasserkocher. Das Toastbrot schnell im Toaster. Am Weg in die Arbeit, am Handy. Vielleicht was lesen, vielleicht was arbeiten. Am Abend geschwind über das Gewand vom nächsten Tag drüber gebügelt. Ein Film oder eine Serie oder die Nachrichten im Fernsehen. Elektrogeräte begleiten uns durch den Tag. Und sie machen vieles natürlich auch einfacher und bequemer, was wir so machen. Aber wir kennen es auch viel zu oft, wenn denn das Gerät die ersten Macken hat, dann werden sie oft ausrangiert und landen im Müll. Und wir produzieren so jedes Jahr enorme Mengen an Elektroschrott und belasten damit die Umwelt, denn ein neues Gerät, und das ist ein bisschen das Thema, ist oft nur ein Klick entfernt. Also ob es beim Online-Händler ist oder beim Großhändler, von Handelsketten man bestellt, ein paar Tage später ist es vor der Tür. Man kann schon nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, dass das oft einmal für Menschen eine einfachere Lösung ist. Anstatt zu reparieren, und da liegt der Kern des Problems, anstatt zu reparieren. Weil das Reparieren den Ruf hat, teuer zu sein und man vielleicht doch nicht so genau weiß, wo kann ich überhaupt reparieren, wo gibt es einen Betrieb, mit dem ich reparieren kann. Und so landen hochwertige Geräte, die oft wirklich super Dienste geleistet haben über eine lange Zeit, auf Müll. Und das ist die schlechteste aller Lösungen. Und ich bin aber überzeugt davon, die Menschen wollen reparieren. Und die Unternehmen auch. Und unsere Umwelt hat sie das Reparieren verdient. Und darin starten wir heute mit dem bundesweiten Reparaturbonus. Damit machen wir das Reparieren wieder attraktiv. Jeder und jede, der das alte Elektrogerät wieder in Schuss bringen will, zahlt nur die Hälfte, und zwar bis zu 200 Euro pro Gerät, pro Reparatur. Bis 2026 stehen für den Reparaturbonus in Summe 130 Millionen Euro zur Verfügung. Und zwar aus Mitteln von Next Generation EU, also dem Wiederaufbaufonds der EU. Und da wird dann Martin Sellmeier noch mehr darüber ausführen, auch über die Rahmenbedingungen, die wir gerade gemeinsam auf EU-Ebene voranbringen, damit das Reparieren auch für uns alle noch einfacher wird. Der Reparaturgutschein ist unter www.reparaturbonus.at für alle geöffnet, kann ganz einfach und unkompliziert abgerufen werden. Pro Elektrogerät kann man einen Bon beantragen, für alte Kaffeemaschine oder eben einen Wasserkocher oder einen Staubsauger zum Beispiel, und dann bis zu 200 Euro pro Reparatur an Wertgutschein runterladen. Und sobald der Bon eingelöst ist, beim Reparaturbetrieb kann auch der nächste Bon abgerufen werden. Also falls dann auch noch der Wasserkocher kaputt geht oder die Waschmaschine kaputt geht oder die E-Gitarre nicht mehr so will, wie man will. Weil je mehr wir reparieren und je weniger wir wegwerfen, desto mehr Ressourcen sparen wir. Und der Reparaturbonus wirkt damit auf zwei Arten. Erstens, wir unterstützen insbesondere kleine Handwerksbetriebe, kurbeln somit die heimische Wirtschaft an, die heimische Reparaturwirtschaft an, denn mit der steigenden Nachfrage nach Reparaturdienstleistungen steigt natürlich auch das Angebot an Reparaturdienstleistungen. Beim Reparaturbonus können große Reparaturbetriebe, aber eben auch der kleine Elektrobetrieb ums Eck mitmachen, und es freut mich wirklich sehr, weil wir sehen, die Unternehmen wollen reparieren. Auf www.reparaturbonus.at können sich seit einigen Wochen die Reparaturbetriebe registrieren, und mit dem Stand heute haben das schon über 1200 Unternehmen in ganz Österreich gemacht. Vom kleinen Nähmaschinen-Reparaturbetrieb hochspezialisiert bis hin zum größeren Reparaturbetrieb, der Elektrogeräte aller Arten repariert. Und es freut mich wirklich sehr, weil es zeigt, auch die Unternehmen sind an Bord für den Ressourcenschutz, fürs Reparieren. Und je mehr Betriebe natürlich auch Reparatur annehmen, desto einfacher wird es auch für jeden und jede von uns reparieren zu lassen, desto einfacher wird es für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und auf www.reparaturbonus.at finden Sie ab heute auch eine gute Übersicht aller Reparaturbetriebe, die mit dabei sind, damit man ganz einfach den passenden Betrieb in der Nähe findet. Und der zweite wichtige Aspekt beim Reparaturbonus ist natürlich, wir schonen die Umwelt. Denn das umweltfreundlichste Gerät ist natürlich immer das, das wir am längsten nutzen. Wir produzieren damit weniger Müll, wir produzieren damit weniger Elektroschrott, wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um. Und ja, wir haben auch lang eine Freude an Dingen, die man schon sehr vertraut sind, die man schon lange nutzen.
und wie gerne Menschen auch reparieren lassen. Das wird uns dann Stefan Keineder, der ja auch Klimaschutzlandesrat in Oberösterreich ist, nicht nur Vorsitzender der UFI-Kommission bei mir, erzählen und berichten vom Erfolgsprojekt aus Oberösterreich. Denn wir sehen, die Menschen sind dabei und die Menschen wollen Dinge reparieren. Und warum? Für viele von uns ist ja ein Elektrogerät oft mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Das sind ja Dinge, die treue Begleiter waren durch dick und dünn. Also die Musikanlage, die man vielleicht vom ersten selbstverdienten Geld gekauft hat. Oder wie bei mir in der Familie die alte knallorange Kaffeemühle von der Oma. Der Wasserkocher, der in unterschiedlichen Farben leuchtet, oder das Transistorradio vom Opa, das man so lieb gewonnen hat und nicht mehr weggeben mag. Die erste eigene Waschmaschine, die schon 7 Stockwerke rauf und runter bei 5 Umzügen gegangen ist, oder der Staubsauger, der aber immer noch funktioniert. Und wenn sie dann die ersten Macken bekommen, diese Geräte, dann will man sie ja nicht wirklich wegschmeißen. Weil sie haben einen ja durch dick und dünn begleitet und man hat sie lieb gewonnen. Sie sind ein wichtiger Begleiter im Alltag und manchmal auch mit schönen Erinnerungen verbunden, mit Erinnerungen an Personen, mit Erinnerungen an Geschichten. Fast ein bisschen wie eine Liebesgeschichte. Und genau diese Liebesgeschichte, die haben wir mit unserer Informationskampagne eingefangen. Und sie wird ab heute auch in TV, in Zeitungen, auf Social Media und online zu sehen sein. Und sie wird uns alle daran erinnern, wie schön es auch sein kann, wenn man liebgewordene Dinge repariert, anstatt sie wegzuwerfen. Und die Infokampagne werden wir Ihnen im Anschluss auch zeigen, im Anschluss an unsere Statements auch noch kurz vorstellen. Sie hat zum Ziel, und das ist unser gemeinsames Ziel mit dem Reparaturbonus, möglichst viele Menschen vom Reparaturbonus zu informieren, damit ihn möglichst viele Menschen auch nutzen. Denn der Reparaturbonus, der ist für alle Menschen da und kann ja ab heute unter www.reparaturbonus.at auch abgeholt werden. 50% der Reparaturkosten bis zu 200 Euro. Und zwar so oft man kaputte Geräte eben im Haus hat. Das ist gut für die Wirtschaft. Denn wer seine alte Kaffeemaschine, sein Handy oder die Waschmaschine richten lässt, der hilft auch dem Handwerksbetrieb ums Eck. Das ist gut für die Geldbörse, denn damit wird Reparieren wieder deutlich günstiger. Und ja, das ist gut für die Umwelt, denn jedes Gerät, das wir reparieren und nicht wegwerfen, spart Ressourcen. Reparieren ist einfach immer besser als ausrangieren. Herzlichen Dank. Selma, bitte. Ja, vielen Dank, Leonore Gewissler, für die Einladung zu dieser gemeinsamen Pressekonferenz mit Landesrat Keineder. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Resultat europäischen Teamworks präsentieren können. Denn es sind ja schwierige Zeiten, ne? Schwierige wirtschaftliche Zeiten, die Preise werden teurer, es ist Krieg im Osten des Kontinents und da ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir in Europa zwischen Landes-, Bundes- und EU-Ebene zusammenarbeiten. Und das ist heute eigentlich ein schöner Tag, wo man zeigen kann, dass das auch nicht immer, aber ab und zu doch ganz gut funktioniert. Denn der Reparaturbonus ist, wie die Ministerin schon gesagt hat, das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen aller 27 EU-Mitgliedstaaten, den Folgen der Corona-Krise in Europa zu begegnen und Europa neu aufzustellen nach dieser Krise. Nach dieser Krise wollen wir in Europa widerstandsfähiger werden. Wir wollen ökologischer und wir wollen digitaler werden. Und das sind nicht nur schöne Sonntagsreden, sondern das ist etwas, wo die gesamte Europäische Union 800 Milliarden Euro gemeinsam aufgebracht hat und in Projekte und Reformen in ganz Europa investiert, um eben dieses Ziel zu erreichen. Einen ökologischen, einen digitaleren, einen insgesamt widerstandsfähigeren Kontinent. In Österreich hat die Europäische Kommission mit der österreichischen Bundesregierung hierzu 27 ganz wichtige Reformen und 32 Investitionsvorhaben vereinbart, die in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Wir begleiten das und die in ganz vielen Punkten modellhaft für Europa sind. Von den Strukturreformen, ich möchte nur 3 nennen, weil die hier in den Zuständigkeitsbereich der Ministerin fallen. Das erste ist das Klimaticket. Das steht da drin im europäischen Aufbau- und Resilienzplan Österreich. Zweitens die ökologische Steuerreform. Drittens, auch wichtig, das Gesetz über den Ausbau der erneuerbaren Energien, wo wir viel zusammengearbeitet haben, damit das so vorangeht, wie wir das gerade jetzt in diesen Tagen brauchen. Zwei, 3 ganz wichtige Reformen, Strukturreformen, die für Österreich, für die Bürgerinnen und Bürger in Österreich, aber für ganz Europa wichtig sind, die vereinbart sind zwischen Österreich und der gesamten Europäischen Union.
Und dann gibt es Investitionsvorhaben. Und auch da sind, wo wir zusätzlich noch Geld aus dem europäischen gemeinsamen Topf hinzugeben, die ebenfalls diesem Ziel beisteuern, dass wir stärker werden in Europa, ökologischer werden und digitaler werden. Und im Zuständigkeitsbereich der Ministerin ist da zum Beispiel der Austausch der veralteten Öl- und Gasheizung, den wir bezuschussen. Ja, da ist beispielsweise drin die Anschaffung von emissionsarmen Bussen und die gesamte ökologische Mobilität. Aber eben auch der Reparaturbonus, den, wie die Ministerin schon gesagt hat, der aus diesem gemeinsamen Topf von allen Europäern gemeinsam finanziert, 130 Millionen Euro Kofinanzierung bekommt. Also eine ganz, ganz wichtige Reform, die zeigt, dass wir in Europa gemeinsam nicht nur reden, sondern auch handeln wollen. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich und warum macht die Europäische Union gerade die Finanzierung des Reparaturbonus? Wir haben lange diskutiert, was sind eigentlich die Reformen, die Investitionen, die uns voranbringen? Warum meinen wir, dass das gerade der Reparaturbonus eine modellhafte Reform für ganz Europa ist? Sie ist modellhaft deshalb, weil Österreich als erstes Land die flächendeckend jetzt einführt. Also das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin in Österreich kann für diesen Reparaturbonus in Anspruch nehmen. Das gibt es sonst in keinem europäischen Staat in dieser Form. Warum meinen wir, dass das gut ist? Aus drei Gründen. Erstens, es geht um die Umwelt. Weltweit entstehen pro Jahr etwa 53 Millionen Tonnen Elektroschrott. Elektroschrott, das ist der gefährlichste Schrott, den man sich vorstellen kann. Da sind nämlich hochgiftige Materialien drin. Es sind aber auch sehr wertvolle Substanzen drin, wie beispielsweise Kupfer. Das heißt, dass das einfach auf der Müllhalde endet, das ist die schlechteste Lösung. Und deshalb müssen wir mehreres tun, es recyceln. Die Recyclingquote bei Elektroschrott ist im europäischen Durchschnitt etwa bei 40%. Da gibt es so Spitzenreiter wie Kroatien, die sind über 80%, Österreich bei 50%. Es gibt aber auch Staaten, die sind nur bei 20%. Also eine Antwort, aber sicher nicht alles. Die zweite Antwort ist, die Haltbarkeit von Produkten zu verlängern und deshalb nicht wegschmeißen, sondern reparieren. Das muss die oberste Devise einer funktionierenden, nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sein, wo wir die Lebensdauer von Produkten verlängern. Leonero Gehwessler hat über ihre Kaffeemaschine geredet. Bei mir ist sozusagen das Gerät, an dem mein Herz hängt, die Waschmaschine. Und wenn man sich genau anschaut, eine Waschmaschine, das ist etwas, wie lange das eigentlich eine Waschmaschine sinnvollerweise leben sollte, bei uns im Haushalt stehen sollte, bis man sie tatsächlich mal ersetzt. Das ist eine Waschmaschine, also meine, wiegt etwa 70 Kilogramm. Die ganzen Substanzen, die da reingehen, die Materialien, sind insgesamt fast 4.000 Kilogramm. Also mehr als das 20-fache des Gewichts der ganzen Waschmaschine. Das durch die Herstellung, durch die Entsorgung und so weiter. Also da kann man sich schon vorstellen, was das für eine Verschwendung ist, wenn wir das nicht lange nutzen. Und aus ökologischer Sicht, selbst wenn ich mir irgendwie eine günstigere und ökologisch freundlichere Waschmaschine kaufe, brauche ich mindestens 17 Jahre, muss die bei mir stehen, damit sich dieser Aufwand rentiert. Also eine Waschmaschine zu reparieren ist ökologische Bürgerpflicht. Und das sollten wir alle gemeinsam tun, um in Europa CO2 zu reduzieren. Das kann man nämlich durch das Sparen von Elektroschutz und durch das Reparieren. Wir tun mit diesem Reparaturbonus auch etwas für den Verbraucherschutz. Der Verbraucher hat erstmal, das möchte ich darauf hinweisen, EU-rechtlich ein Recht, innerhalb der ersten 2 Jahre, nachdem er ein Produkt angeschafft hat, auch ein elektronisches Gerät, es vom Hersteller kostenlos repariert zu bekommen. Das ist das Erste. Das ist mein Recht als Verbraucher, darauf kann ich bestehen. Es ist in einer europäischen Richtlinie, die letztes Jahr in Kraft getreten ist, explizit in Artikel 14, wer es nachschauen will, so vorgesehen. Zweitens versuchen wir zu erreichen, dass Produkte so bereits im Design gestaltet sind, dass man sie auch reparieren kann. Das ist Ihnen allen schon mal aufgefallen. Ne? Nicht jedes Smartphone kann man so einfach reparieren. Da hat der Hersteller teilweise ein bisschen daran geschraubt, dass man das nicht so einfach kann. In unseren Ökodesign-Bestimmungen auf europäischer Ebene ist jetzt festgelegt, dass Geräte reparierbar gemacht werden müssen. Ja, dass sie beispielsweise mit gewöhnlichen Werkzeugen ihre Komponenten auseinandergenommen werden können, ohne dass sie dadurch zerstört werden. Ne? Probieren Sie das mal. Nein, probieren Sie es lieber nicht bei Ihrem Smartphone. Das geht nämlich noch nicht überall. Aber das ist auch wichtig. Und es muss in Zukunft bei Geräten, elektronischen Geräten, auch eine Reparatur
Erklärung beiliegen, die zeigt, wie man sowas reparieren kann. Auch das ist ganz wichtig, um die Reparierbarkeit und die Haltbarkeit von Geräten zu beschleunigen. Und jetzt kommt aber der letzte Schritt hinzu, und ich glaube, ein ganz wichtiger, dass Geräte, die ich länger als 2 Jahre habe, die ich liebgewonnen habe oder die ich einfach nicht, was ich mir nicht leisten kann, die ich einfach wieder repariert haben möchte und auch aus ökologischen Gründen repariert haben möchte, dass ich das Bezuschuss bekomme. Und deshalb ist dieser Reparaturbonus eigentlich, schließt den Kreis einer sinnvollen, nachhaltigen Verwendung von Produkten. Der dritte Grund, warum wir das machen, auch ganz klar, es schafft Arbeitsplätze. Denn die ganz vielen, vor allem im kleineren und mittleren Bereich, ganz viele Unternehmen, man kann sich das hier in Wien anschauen, in Oberösterreich, die da in diesem Reparaturnetzwerk drin sind, das sind kleine und mittlere Unternehmen in den meisten Fällen, es gibt auch ein paar größere dabei, die Arbeitsplätze schaffen, die Arbeit, da entsteht Arbeit, die sonst nicht anfallen würde, weil sonst die Geräte weggeschmissen werden. Also ist es auch gut für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze und den sozialen Zusammenhalt. Meine Damen und Herren, der letzte Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, wo kommt eigentlich dieses Geld her? 130 Millionen in den Reparaturbonus, 159 Millionen in den Öl- und Gaskesselaustausch und viele, viele andere Reformen, die in Österreich vorbildlich gemacht werden. Ja, das ist Geld, das die Europäische Union, alle 27 Staaten mit unserem gemeinsamen guten Namen an den Finanzmärkten aufnehmen. Der österreichische Finanzkommissar Johannes Hahn geht da jede Woche oder alle paar Wochen an die Finanzmärkte und sagt, hier ist die europäische Flagge, gebt mir Geld. Und das Interessante ist, das ist eine der günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten, die wir weltweit haben, weil da weiß jeder Investor, da stehen 27 Staaten dahinter, die sind die reichsten Staaten der Welt, da sind unsere Anleihen immer 13-fach überzeichnet. Und jetzt gibt es noch eine gute Nachricht, ein Drittel dieser Anleihen werden als grüne Anleihen aufgelegt, sind also nachhaltig und tragen auch auf diese Weise wiederum zur Finanzierung des ökologischen Wandels bei, den wir in Europa und in der Welt so dringend brauchen. Deshalb, ich komme zum Schluss. Ich danke Ihnen nochmal, Frau Ministerin, dass wir das, Sie und Ihr Team, Ihr tolles Team, dass wir das gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Meine Mitarbeiter sind auch dabei, die daran viele Monate lang gearbeitet haben. Und ich meine, es ist ein stolzer Moment, dass es in Europa mal was gelingt, wenn wir es gemeinsam machen. Europa gelingt nur gemeinsam. Das sieht man beim Reparaturbonus ganz besonders gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sellmayr. Herr Kainieder, bitte. Herzlichen Dank. Danke auch für die Einladung, liebe Frau Ministerin, Herr Sellmayr. Das viele Geld, von dem der Herr Sellmayr jetzt gesprochen hat, das sorgt für sehr viel Arbeit, nämlich in der Umweltförderung im Inland. Das ist nicht jetzt erst mit dem Reparaturbonus so, sondern diese verstärkte Förderung von Umweltangelegenheiten, die hat begonnen mit dieser Regierungsperiode und sie sorgt tatsächlich dafür, dass die Umweltförderung im Inland ihre Budgets hat vervielfachen dürfen. Dafür sage ich jetzt einmal zuallererst herzlichen Dank. Nicht, weil wir gern sehr viel Arbeit haben, aber doch eigentlich, weil wir gerne sehr viel Arbeit haben, weil in der Umweltförderung im Inland jeder Euro, der dort ausgegeben wird, tatsächlich dafür sorgt, dass es der Umwelt besser geht, dass es der Natur besser geht. Und es ist ein guter Indikator für die Frage, wie viel Klimaschutz wird denn gemacht im Land. Und da ist der Reparaturbonus der nächste ganz große Baustein. Er wird für sehr viel Arbeit sorgen bei der Umweltförderung im Inland. Und das weiß ich auch deshalb, weil ich als Klimaschutzlandesrat einen Reparaturbonus schon habe verantworten dürfen, nämlich in Oberösterreich. Wir sind nicht das einzige Bundesland, das einen Reparaturbonus schon ausgezahlt hat, aber wir waren, und das sage ich sehr stolz, die Ersten, die das gemacht haben. Und wir haben kürzlich die Ergebnisse des letzten Jahres präsentiert. Die sind erstaunlich gut. Wir haben einen riesigen Zulauf zum Reparaturbonus in Oberösterreich gesehen und wir haben das Budget dreimal aufstocken müssen, weil unsere bescheidenen Mittel nicht ausgereicht haben, um sozusagen den Bedarf an Reparaturen für Elektrogeräte in Oberösterreich zu decken. Zu Beginn hatten wir 3 wesentliche Ziele für diesen Reparaturbonus in Oberösterreich und ich glaube, die decken sich mit den Zielen, die sozusagen die Bundesregierung hier bei dem neuen Reparaturbonus hat. Das erste Ziel ist, und das ist ein wesentliches, unsere Kinder und Enkelkinder dürfen ihre Zukunft nicht auf einem riesigen Müllberg beginnen. Und der Elektroschrott, das hat der Sellmayr völlig richtig gesagt, ist einer der gefährlichsten Müllberge, die es gibt. Und den zu reduzieren, ist oberste Aufgabe der Umweltpolitik im Land. Also den Müllberg zu reduzieren, war das erste große Ziel. Das zweite große Ziel war, die regionale Wirtschaft zu stärken. Wir haben gerade im Jahr 2021 den Reparaturbonus mehrfach deshalb aufgestockt, weil er für regionale Arbeitsplätze sorgt. Das ist eigentlich ein regionales Wirtschaftsprogramm. Die kleinen Handwerksbetriebe, die kleinen Elektrohändler, Händlerinnen, die reparieren die Geräte vor Ort
Und das Geld geht sozusagen nicht in Neugeräte, die irgendwo auf der Welt produziert werden, sondern geht in konkrete Arbeitskraft in der Region. Und das, wir haben gesehen, dass das ein sehr erfolgreiches regionales Wirtschaftsprogramm ist, dieser Reparaturbonus. Und das dritte Ziel war es, das Bewusstsein zu stärken dafür, dass man Dinge nicht wegwerfen muss. Wir leben nämlich in einer Zeit, in der, wenn man ein Produkt im Großhandel kauft, man dort wieder hingeht und dann heißt es, wir schicken das ein und man schauen wir mal, ob das überhaupt geht. Und für viele, gerade auch junge Menschen, ist es nicht selbstverständlich, dass man eigentlich fast jedes Gerät reparieren kann. Und wenn Sie einmal bei einem Reparaturcafé dabei waren, tun Sie das, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, da sehen Sie dann, dass oft nur eine kleine Diode gewechselt werden muss, die im Einkauf 14 Cent kostet. Und dann ist das Gerät faktisch wieder einsatzbereit. Und genau diesen Lerneffekt, den wollten wir auch erzielen. Wir wollten, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sehen, dass Elektrogeräte relativ unkompliziert schnell repariert werden können und dann funktioniert das Ding eigentlich so wie vorher und man braucht nicht ein neues anschaffen. Alle drei Ziele, können wir sehr stolz sagen, haben wir erreicht. Der Zulauf hat uns recht gegeben. Wir haben im Jahr 2021 in Oberösterreich 20.000 Elektrogeräte repariert. Da muss man jetzt vielleicht erwähnen, dass der Produktkatalog, der vom oberösterreichischen Reparaturbonus umfasst war, sehr viel kleiner gestaltet war als der auf Bundesebene. Das hat mit den bescheidenen Finanzmitteln zu tun. Wir haben damals gesagt, wir konzentrieren uns auf Elektro-Großgeräte, also alle Waschmaschinen, alle Geschirrspüler, die waren von dem Bonus umfasst und die Handys, um die junge Generation zu erreichen. Aber es sind trotz diesen kleinen Produktkatalog sozusagen 20.000 Reparaturen gemacht worden in Oberösterreich durch den Reparaturbonus. Wir haben dabei 820 Tonnen CO2 eingespart und 430 Tonnen Elektroschrott. Und das ist eine sehr gute Erfolgsbilanz für ein Jahr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der bundesweite Reparaturbonus diesen Erfolg in ganz Österreich, in der gesamten Republik weiterführen wird. Ich danke nochmal dafür, dass es ihn gibt. Und ich freue mich schon, wenn wir in ein oder zwei Jahren eine Bilanz legen können, in der wir eindeutig sehen, dass wir die Müllberge im Land reduziert haben, dass wir die regionale Wirtschaft gestärkt haben und dass das Bewusstsein bei den Menschen gestiegen ist, ja, Dinge reparieren macht Sinn, man braucht sie nicht immer gleich wegschmeißen. Danke. Vielen Dank, Herr Keineder. Ich darf nun die Technik bitten, das Video einzuspielen. Wir schauen uns jetzt noch kurz den Kampagnenspot an. Ich will mit dir neu beginnen. Wo ist denn das Problem zwischen Ihnen beiden? War schon wieder schwierig mit ihr. War schon wieder ungut mit ihr. Wann sie wirklich dann wieder an Fetzen zusammentrat oder wann sie anfängt zum Sticheln oder zum Herummucken, du willst dann auch mehr Hass. Wenn man sie zu sehr belastet. Und das ist dann nicht so angenehm. Muss man so ein bisschen in Ruhe. Was stört Sie denn am meisten an ihr? Man merkt es halt schon, die Erscheinungen der Zeit. Mittlerweile verliert sie öfters schon den Faden und dann tut es ihr halt schon schwer, wieder reinzukommen. Gib kaputten Elektrogeräten eine zweite Chance und spare mit dem Reparaturbonus 50% der Kosten. Nach so langer Zeit, da gibt man nicht so schnell auf. Vielen Dank. Ich darf Sie nun um Ihre Fragen bitten. Ja, bitteschön.